Oh, das ist ein ganz schöner Größenunterschied. Kann Beriglil, Team Frankas, nee, Masaijim, Entschuldigung. Kann Beriglil, ja, ich sehe das gerade hier. Kann Beriglil, Masaijim, 76 Kilogramm. Das ist ein Kampf, der von 76 Kilogramm geführt wird in K1. Das ist 3 Runden à 3 Minuten gegen David Lynch. Oh, das ist schon Team ein Slam. Großer Größenunterschied hier. Oh, ein sehr großer, oh, ich sehe es gerade, ja. Sehr, sehr großer Unterschied von beiden. Aus Gast von Holland ist einen halben Kopf größer. Aber das hat natürlich nichts zu sagen. Hier zählt nur das Kämpferherz. Dann beiden wünsche ich noch viel Glück. Einen schönen Kampf. Und für diesen Kampf heißt es Rick Falsch zur ersten Runde, Round 1. Also beide Kämpfer sind bereit. Der Schiedsrichter checkt nochmal alles ab. Es geht los. Und los geht's. Oh, ein sehr, sehr schöner Kick zum Kopf. Der Holländer explodiert natürlich auch die rote Ecke. Kahn explodiert mit ihm gleichzeitig. Oh, sehr ein schöner Kick. Nicht getroffen, aber sehr schön gemacht. Oh, da muss man sagen, von beiden, also, oh. Auch wenn der Kahn kleiner ist, der lässt sich nichts gefallen. Er läuft auch vorwärts. Das gleiche gilt auch für den Holländer. Für den David. Das wird ein interessanter Kampf. Eine schöne Kombination. Sehr schöne Kombination. Das war nichts, der Hinfall. Da sieht man auch, meine Damen und Herren, ja, diese Holländer zwei benutzt, Kämpfer sind erfahren. Sitzt, benutzt ganz schön auf die. Ja, jetzt hat er ihn in der Ecke gestellt. Oh. Schöner Knie. Gut gelöst. Ich muss sagen, Beriglil, das ist auch, der lässt auch nichts auf sich zukommen. Ist zwar der kleinere Mann, aber ist, ja, fightet. Er fightet, ja, er ist mit Herz da. Siehst du? Eine schöne Kombo zum sehr, Körper sehr und zum gemacht. Kopf. Sehr schön gemacht von Beriglil. Holländer antwortet gleich mit einem Haken und rein wieder, aber ins Leere. Sehr schön gemacht wieder von der roten Ecke. Ich muss sagen, das ist ein Kampf, der geht schon in die Höhe raus. Ja, der bewegt sich auch sehr gut, rein und raus, gefällt mir. Beide sehr, sehr schnell, sehr, sehr explosiv. Ich kann immer wieder nur sagen, beide schenken sich nichts hier. Sehr schön abgefangen von dem Holländer und gleich hinterher mit einer Faust. Oh, ein Flying Knee hinterher. Jetzt hat er ihn in der Ecke gestellt. So, jetzt hat er ihn in der Meiner Meinung nach muss er sich rausbewegen. Darf er gar nicht kleben bleiben. Er muss da raus, ja. Okay. War eine schöne Aktion eben gerade von dem David aus Holland. Erste Runde. Ja, schon mal sehr viel Action bei den beiden. Gefällt mir. So, die beiden Kämpfer werden hier nochmal gecoacht. Von der roten Ecke. Kahn, glaube ich, hat für mich die erste Runde. Beriglil von Masaijim, rote Ecke. Und die blaue Ecke ist David Lynch, Team Slam.
aus, darf man nicht vergessen, aus Niederlande sind die extra hierher gereist, ja, für diesen Kampf. Natürlich läuft das Nummerngirl wieder hier mit der Nummer 2. Das bedeutet, das ist die zweite Runde. Schauen wir mal, wie die zweite Runde aussieht. Ja, ich muss sagen, beide Kämpfer sehr, sehr stark. Ja, die werden, sau gute Kämpfer. Die werden jetzt beide noch mal einen Zahn zulegen. Sehr explosiv von beiden Seiten. So, zweite Runde beginnt. Der Holländer gleich mit einem Vorwärtsgang. Oh, Antwort gleich von Billy Lee. Sehr schön, sehr schöne Kombination, sehr schöne Serie von der Roten Erke, von Khan. Ja, der bewegt sich gut, der Junge, das gefällt mir. Ja. Er ist zwar der kleinere Mann. Sehr schön, ja, sehr beweglich im Vormarsch. Ja, aus der Ecke muss er raus, meiner Meinung nach. Ja, das darf okay. er nicht nochmal machen. Hast du gesehen, wenn der Holländer in der Ecke hat? Er hat gefährliche Beine, Knie. Der ist gefährlich. Der feuert alles aus der Nähe, kann er viele Sachen machen. Ja, ein schöner Low-Kick. Schöner Low-Kick von ihm. Ja. Da sieht man jetzt auch den Explosiv, den David Lynch aus Niederlande. Oh, das war natürlich auch ein sehr, sehr guter angerannter Push-Kick von Khan. Okay. Jetzt hat er ihn wieder gestellt. Er muss dranbleiben. Ja, der muss dranbleiben. Ist er ist der auch, kleinere ja. Mann, der muss dranbleiben. Aber der arbeitet ja auch schon sehr viel. Also sieht man ja, der arbeitet ja sehr, sehr viel. Jetzt bleibt er wieder in der Ecke. Da muss er raus natürlich. Da muss er raus, ja. Ja, zum Körper. Schön. Gefährliches Knie. Sehr schön gemacht Uppercut. Von dem Niederländer. Auch gut abgetaucht von Khan natürlich. Ja, die Holländer benutzen halt auch sehr viel die Beine, ne? Ja, die benutzen echt sehr viel die Beine. Es war bei den anderen Holländern genauso. Bei den Niederländern. Schöner kommt er wieder. Sehr schön gemacht von Khan wieder natürlich. Rote Ecke. Also ein Hin und... Man sieht auch, meine Damen und Herren, die beiden Kämpfer sind auch ganz, ganz erfahrener wie die ganzen anderen Kämpfer, die hier gekämpft haben. Das ist wieder eine ganz andere Liga, eine ganz andere Klasse. Schön. Beide lassen nichts auf sich zukommen. Ja, die sind beide technisch sehr, sehr gut, ne? Sehr, sehr stark, ja. Oh, schön. Oh, das war natürlich auch ein guter Schlag an den Körper. War auch nicht anders dazu erwarten von den beiden. Meiner Meinung nach. Oh. Ja, weiter, weiter. Oh, da hat er sich gerade der Khan verhackt. Der wollte gerade schlagen, aber ja, war ja. mit der Außenhand aus dem Ring und ist dann hängen geblieben beim genau, Schlagen. Genau, genau. Das hat ihn gerade ein paar Schläge gekostet, die er einstecken musste. Ja, der Holländer macht jetzt wieder mehr Druck. Ich muss sagen, sehr, sehr stark. Echt von beiden. Respekt an beiden. Zweite Runde, was denkst du? Dritte und. Ganz, 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 ganz. Oh, das kann ich hier gerade nicht. Ich finde den Khan. Könnte der Holländer explosiv. Auch haben. Nein, nein, Holländer auch sehr gut. Ja, aber ja. ich komme jetzt mal erstmal zu dem Khan. Also sag mal, von Masai Jim. Khan. Erste Runde Khan. Erste Runde Khan, auf Zweite jeden Runde Fall. Zweite Runde für den Holländer. Ganz knapp, aber auch nicht. Ganz, ganz knapp. Das ist wieder so eine Materie, die kann man da wieder ganz, ganz lange überlegen. Aber sehr, sehr gut geschlagen von beiden. So, die letzte Runde. Beide Kämpfer müssen jetzt nochmal gucken, ja. wer die Runde an sich zieht. Ja, der, wo jetzt diese Runde meiner Meinung nach gewinnt, gewinnt auch den Kampf. Glaube ich auch, ja. Sehe ich genauso wie du. Da sehen wir natürlich wieder das Nummerngirl. Die Nummer 3 für die Runde 3. Jetzt die letzte Runde. Masai Jim gegen Team Slam. Slam aus der Niederlande hier angereist.
Der Holländer antwortet gleich mit links, rechts. Oh, schön. Ja. Ey, das, ich muss sagen, ein der Holländer sehr gut umgeriet in die Ecke mit einem Knie hinterher. Aber beide sehr, sehr ganz, ganz starke Kämpfer. Ja, der Kran schlägt schöne Kombos, das gefällt mir. Ja, gute also Serien, gute Serien. Zum Kopf, raus, zum Körper, sehr gut. Knie, oh, Uppercut. Und wieder, der muss meiner Meinung nach raus aus der Ecke. Der hat auch von dem Niederländer auch ganz, ganz viele Knies. Und fast jeder Knie hat bis jetzt gesessen. Schön. Guter. Die geben jetzt nochmal alles hier. Die müssen jetzt Gas hier geben, weil derjenige, der die Runde gewinnt, gewinnt den Kampf, meiner Meinung nach. 2 Minuten noch bis Rundenende. Schön. Das gefällt mir sehr gut. Zum sehr, Körper, zum echt Kopf. Sehr, sehr, sehr gut. Guter Kampf. Kick noch hinterher. Kahn, raus aus der Ecke. Kahn schießt sehr gute Serien raus. Musst raus aus der Ecke. Holländer natürlich mit seinen Knies. Ja. Hat auch ein paar sehr gute Serien oder Kombos. Und er hat wieder in der Ecke. Schön. Der Kahn arbeitet sehr gut zum Körper, zum Kopf. Dieser Kampf, muss ich auch dazu sagen, gehört auch zu einer zu meiner Favoriten. Diese zwei junge Herren, die haben sich echt hier einen super Kampf gegeben und geleistet. Man sieht immer noch, beide haben Kahn immer noch Vollpower. Kahn lässt jetzt ein bisschen die Deckung hängen, ist nicht so gut. Der Holländer zieht nach mit einem Low-Kick, Kahn innen Low-Kick. Ja, da sieht man den Holländer. Der David Lynch, der ist mit dem, glaube ich, jetzt explodiert er gerade. Noch 40 Sekunden. Gucken wir mal, wer hier den Schlussspurt hinlegt. Ah, der muss raus aus der Ecke. Da sieht er nicht gut aus, der Kahn. Immer wenn er den in der Ecke hat, hast du recht, hat er nicht gut ausgesehen. Oh, und das war natürlich ein super Knie von dem nicht vom David Vorteil Lynch gerade. Da muss ich sagen, der Niederländer, wenn er einen in der Ecke hat, ja, ist dann auch, gibt er Vollgas. Da gibt er Vollgas. Knie, ich weiß nicht mal, wie viele Knie er schon hier rausgelassen hat. Sagen wir mal, von 20 hat er auf jeden Fall 15 getroffen. Oh. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr echt einer meiner Favoriten auch der Kampf gewesen hier. Der Kampf war super. Sehr stark von beiden Kämpfern. Von echt super gemacht von Kahn. Bigili von Masai Gym also in der Klasse in 76 Kilo gegen David Lynch von Team Slam aus den Niederlanden. Also die dritte Runde hat meiner Meinung nach der Holländer gewonnen. Holländer. Ja, der war ein bisschen stärker hinten raus. Sehe ich auch so. Das ist, wie gesagt, könnte für mich die entscheidende Runde sein. Dritte Runde, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wer die gewinnt, gewinnt den Kampf. Schauen wir mal. Das offizielle Urteil, einstimmiges nach Punkten, wurde bei unanimous decision, the blue corner, David Lynch. Sehr schön. Also, muss man sagen, Kahn ist ein sehr guter Fighter. Kahn, nein, hat aber Respekt, jetzt hinten raus nicht mehr Respekt so gelangt. Ja, Respekt an Kahn, sehr, sehr guter, sehr gute Serien-Rausschlager. Ja, super. Super, super gemeistert, super hingekriegt. Kondition hat ein bisschen Kondition dritten Runde hat die Kondition ein bisschen nachgelassen, trotzdem noch hinterhergefeuert. Aber da muss man auch Respekt an den Holländer geben.